Süden, der Radio 7 Telefonjack. Ja, guten Tag, Deutsche Bahndirektion Duisburg-Predewitz. Ja, bitteschön. Sie haben ja am 23. im Vereinsheim der Kleingartenanlage Rema eine Veranstaltung abgehalten. Jo, richtig, auch mit dabei. Also da wurden gegen 22.36 Uhr wurden da unzulässige Lichtzeichen gegeben. Der Zugführer wurde da irritiert und hat dann die Notbremsung eingeleitet. Nö, da war eine ganz normale Feuer und da ist keine Lichtorgel und nichts drin. Ja gut, aber wie erklären Sie sich dann die Zeugenaussage des Zugführers? Wenn ich mit dem Auto irgendwo herfahre und da geht am Haus Licht an und aus, dann mache ich doch keine Vollbremsung, oder? Ja, aber Sie befinden sich im Sicherheitsbereich der Bahn. Wir vermuten eben, dass da eine bewusste Aktion dahinter steckt. Denn jetzt passen Sie mal auf, wir sind mit 4x40 geworden, wir haben einen ganz normalen Geburtstag gefeiert. Ja. Und anderes war da nicht. Da ist wahrscheinlich. Und ich brauche keinem Schaffner da oben irgendwie ein Lichtsignal geben. Wenn der gute Mann da beim Einschlafen ist, dann kann ich da nichts für. Ja, jetzt werden Sie mal nicht unsachlich, ja? Ich werde nicht unsachlich, ich schreibe mir gleich Ihren Namen auf, dann gehe ich zum Rechtsanwalt und dann klären wir das beim Rechtsanwalt. Ja. Das ist eine allgemeine Frechheit, ist sowas. Ja, ja. Wie kommen Sie überhaupt an so eine Adresse dran? Ja, da haben wir uns natürlich erkundigt. Jetzt, wenn Sie sich mal den Text aufschreiben, der gemorst wurde. Ja, da wurde gemorst. Wie ich aufschreiben, da hat keiner gemorst. SOS, Sie sind jetzt im Radio. Sie sind jetzt im Radio, ja prima. Hallo, hier ist der Telefoncheck. Jeden Morgen neu, um kurz nach 6:30, der Radio 7 Telefoncheck. Und ich soll dir einen schönen Gruß sagen von einem Herrn Sigi Oerke. Ah, danke, danke, danke. Der Sigi Oerke, die alte Flaume.